Ich würde sagen, das war Sonic the Hedgehog, das ich definitiv am meisten gespielt habe, als ich im Jugendalter war, was einfach ein unglaubliches Machwerk war zu der Zeit, sowohl grafisch als auch gameplay-technisch. Also der Bridge Constructor war wirklich unser zweiter Versuch, wobei der erste war ein sehr kleiner, auf ein mobiles Endgerät zu gehen. Wir haben das Produkt weltweit veröffentlicht in 7 Sprachen, hatten damit gerechnet, dass es in Deutschland einigermaßen gut läuft, weil wir da auch Pressearbeit massiv gemacht haben und im Ausland vielleicht einige Einheiten absetzen kann. Und es hat sich eine sehr, sehr schöne Welle des Erfolges zeitlich über die Länder gezogen. Das heißt, wir sind zuerst in Deutschland sehr schnell Platz 1 geworden. Und dann plötzlich unerwartet ist Frankreich nachgezogen, England, Skandinavien, Kanada, Schweden auch als einzelnes Land aus Skandinavien, Italien. Und wir haben uns natürlich riesig gefreut, weil der Entwickler hat viel Herzblut reingelegt. Für uns war es ein schönes Spiel, was auch mal eine andere Ausrichtung ist als das klassische Gaming. Es ist mehr ein Puzzlespiel für die ganze Familie. Und mittlerweile haben wir über 3,5 Millionen Downloads weltweit auf der kostenfreien Version und eine sehr gute Conversion Rate, das heißt Leute, die sich dann auch entschließen, das Hauptprodukt zu erwerben. Und das hat uns alle riesig gefreut und hilft natürlich so einer kleinen Firma immens. Also ich glaube vor allem, dass wenn man einen Spielverlag leitet, man jeden Bereich mal gesehen haben muss, in keinem der Spezialist sein, weil dafür gibt es die Spezialisten auf den einzelnen Posten. Frühzeitig Markttrends und Technologietrends erkennen ist wichtig, aber ich glaube, gerade in unserer Branche muss man einfach auch selber die Leidenschaft für Spiele haben und einfach schnell erkennen, was macht Spaß und was ist eher eine Kopie althergebrachtes. Wir haben einen Trend natürlich im Browser-Bereich, wir haben einen Trend im Streaming-Bereich, wir haben einen Trend im Handheld-Bereich wieder und Bewegungserkennungen. Aber grundsätzlich kann man einfach sagen, dass wir immer noch in den Kinderschuhen stecken in der Branche und einfach noch ganz viele Wege zu bestreiten haben. Was im Moment interessant ist, ist, dass das Endgerät unwichtiger wird, da die Spiele über viele, viele Plattformen einfach zu portieren sind. Ja, also Clouding funktioniert so, dass die Spiele nicht mehr auf dem lokalen Endgerät berechnet werden, sondern dass die Spiele aus einer Cloud heraus, das heißt einer Serverfarm, einer Rechnerfarm, die irgendwo anders steht, gestreamt werden. Man kann sich das ähnlich dem Videostream vorstellen, nur dass es beim Spielen so ist, dass man die Input-Signale zurückschickt an die Farm, und die Grafik und das ganze Spiel wird dort berechnet. Und ich finde es faszinierend, weil man dadurch auf einem sehr alten Endgerät, zum Beispiel einem 800-Megahertz-Computer, kann man Spiele wie in Crysis 2 oder so in voller Grafik spielen. Das heißt, das Endgerät wird immer unwichtiger, und dadurch bricht einfach die Frage weg, kann ich spielen? Und es eröffnet sich nur noch die Frage, will ich spielen?